Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Suikoden 2. Hier zurück in Coronet, wo wir uns ein Boot nehmen wollen. Außerdem könnten wir, wenn ich genug Geld habe, keine Ahnung, müssten wir meine Waffe verbessern können. Hast du Arbeit für mich? Ja, hab ich. Gib mir. Oh, ich hab ein paar Potsch, ne? Ja. Hier kommen wir schon mal auf Stufe 5. Ja, du bist mega. Also, ist nicht so, dass ich ihre Waffe grundsätzlich nicht verbessern will. Es ist nur... So wichtig ist das nicht. Aber ja. Mehr potenzieller Schaden durch leicht bessere Waffe macht den Kombi glücklich. Ist das eine große... Also die schwarze Katze sieht sehr groß aus. So. Wer bist du? Wollt ihr Kerle denn? Ja, für ein Boot haben. Hallo? In dieser Jahreszeit ist der Fisch sehr gut und fett. Ah, cool. Leckerer, fetter Fisch. Fisch. Wer bist du? Meine Katze Mio ist verwöhnt, darum muss ich sie immer so tragen. Ach du lieber Himmel. Wart mal einen Augenblick. Was meint ihr, wohin ihr gehen könnt? Überall hin? Ich dachte, wir könnten eine Passage auf einem deiner Schiffe buchen. Nein, das geht nicht. Lord Luca Blight hat befohlen, dass kein Schiff den Hafen verlassen darf. Geh nach Hause, Junge. Mann, wir können nicht ohne ein Boot nach Couscous fahren. Couscous. Bei Couscous muss ich halt immer an Essen denken, logischerweise, aber gut. Kann man hier rein? Sehen wir das? Falls. Oder ein Ausgang aus der Stadt, aber. Na, wissen wir was. Aus dem Tisch rausgehen. Aber aus dem Dorf raus wollen wir nicht. Von daher. Hilft uns das alles nicht. Jetzt muss ich nochmal herausfinden, was ich hier genau machen muss. Hallo, Junge. Bar? Bar klingt gut. Saufen wir unsere Sorgen weg. Das ist keine gute Bar. Was ist mit dir? Es tut mir leid, wir reparieren die Treppe. Bitte geh außen rum. Was? Okay. Geh ich halt außen rum. Und renn einen Mann in die Hacken. Das ist auch okay. Pennen wir halt hier oder so. Ha! Es sind doch alles nur Feiglinge. Sie nennen sich Soldaten. Gibt es denn niemand, der sich wie ein Mann verhält? Hör auf, Eili. Sie hören nicht zu, aber vielleicht gibt es einen schicken jungen Mann, der einem armen kleinen Mädchen wie mir helfen könnte. Das ist aber ziemlich schamlos, Schwesterchen. Komi, was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst zu deiner Heimatstadt zurückgekehrt. Wer bist du? Ich sollte dasselbe fragen. Ich bin Eili. Ich habe Komis Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Nun, egal, kommt her. Ihr müsst eine Menge Geschichten zu erzählen haben. Ich meine, sie hat Messer auf mich geworfen. Das ist fast wie das Leben retten. Es ist schon lange her, Komi. Geht es dir gut? Ah, du hast jetzt also eine Freundin? Du irrst dich, ich bin Komis große Schwester. Oh, gute Nachricht. Was, Eili? Halt den Mund, Schwester. Übrigens, was machst du denn hier, Komi? Naja, dies, das, ne? Spionage, Tod, Zerstörung, all das gute, übliche Zeug. So, du hast also vieles mitgemacht. Unsere Geschichte klingt ziemlich ähnlich. Das Geschäft ging nicht gut in Highland. Darum beschlossen wir weiterzuziehen. Wir haben es bis hierher geschafft, aber... Ja, könnte es denn sein? Seid ihr auch auf dem Weg nach South Window? Ja. In diesem Fall... Ja, aber die Armee von Highland bestraft alle, die mit dem Boot hinausfahren. Niemand wird es für uns wagen. Ach so ist das. Was sollen wir tun, Komi? Ein Boot stehlen.
selber ein Boot zimmern und damit über den See. Oder noch viel krasser, schwimmen. Ist hier irgendwas Interessantes? Nicht wirklich, aber ein schönes großes Haus. Na, es gibt viele Möglichkeiten, die wir in Betracht ziehen könnten. Oder wir versuchen es nochmal mit den... Rina bezirzt irgendeinen Mann-Trick. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, oder? Ja. Häng ich schon wieder an einem Baum fest? Nope. Dann halt nicht. Naja, wenn es keiner für uns wagen wird, müssten wir ja rein theoretisch einfach aus dem ganzen Teil hier raus, ne? Kann man eigentlich zu den Katzen da? Beziehungsweise, ich frage mich ja immer nur, warum dieser ganze Bildschirm da existiert, ne? Aber bevor ich irgendwas anderes mache, sollte ich vielleicht... Achso, sie sind gar nicht bei der Truppe beigetreten. Ich wollte gerade sagen, sollte ich vielleicht die Waffen schärfen? Das funktioniert natürlich nicht, wenn keiner da ist. Sag mal, irgendwas vergesse ich doch hier. Oh, vielleicht ist es dann doch kein Ausgang und es ist ein Waldstück oder ein Stück weiteres Dorf oder so. Mehr fällt mir jetzt nicht ein. Schon lange her, dass ich das gespielt habe. Aber... Wirst du wohl vom Karren weggehen. Aber das könnte sein, weil irgendwas ist hier noch, das weiß ich. Zwei bekannte Gesichter, das weiß ich auch noch. Aber ja, okay. Na los, Taiho, wir sind doch alte Kumpel. Warum fährst du nicht mit dem Boot für uns hinaus? Ist das ein Kerl oder nur sie? Was soll das heißen, wie auch der Wind bläst und die Würfel rollen? Wie komme ich über den See? Hey, der Typ spricht von einer Überquerung des Sees. Okay, Typ, fein. Dann halte ich mich mal daran. Bei China denke ich halt immer an China von Tales of Symphonia und dann fangen die Probleme im Kopf an, sozusagen. China, ich werde das nicht machen. Gib auf und geh nach Hause. Hey, großer Bruder, ein anderer Kunde. Wer seid ihr, Jungs? Wir möchten nach South Window. Ha, nicht schon wieder. Es tut mir leid, aber mir ist nicht danach. Geht nach Hause. Aber wir müssen über den See. Du. Komm mal eine Minute her. Du bist ziemlich entschlossen. Okay, wir machen es so. Wir werden darum würfeln. Wenn du gewinnst, fahre ich mit dem Boot hinaus. Wenn ich gewinne, behalte ich dein Geld. Okay. Okay, abgemacht. Ja, wir spielen eine Runde... Chinchirorin. Ja, natürlich kenne ich die Regeln so halb. Er würfelt zuerst. Das ist eine 2. Ich würfel. 3 gleiche Zahlen, das ist dreifach. Bam, gewonnen. Und haufenweise Kohle dazu. Verdammt, ich habe verloren. Easy going. Oh yeah. Was für eine Überraschung, du hast ziemlich viel Glück. Bruder, nein. Du denkst doch nicht etwa daran, mit dem Boot hinauszufahren, nicht wahr? Mit diesen Soldaten von Highland ist nicht zu spaßen. Yamku, mach das Boot bereit. Die Würfel lügen nicht. Wir werden sie über den See bringen. Mit dem Schicksal, was falsch geschrieben ist, kann man nicht spaßen, weißt du. Wirklich? Wirklich? Du bringst es hinüber? Okay, warte mal einen Augenblick, okay? Hey, komm, nehmen wir die anderen mit uns. Das ist sicherer für uns alle. Diese beiden sind ziemlich, ich weiß nicht, verdächtig? Was meinst du, Mädchen? Ich sagte, dass du uns wirklich einen Gefallen tust. Aber könntest du nicht noch ein bisschen warten? Wir möchten einige andere Freunde mitnehmen. Gehen wir, Kommi. Nun, beeilt euch. Ich möchte nicht, dass die Armee von Highland etwas herausfindet. Das sollen sie schon herausfinden. Großartig, ne? Aber ja, Backtracking im selben Part, weil wir jetzt direkt wieder zurücklaufen, um die anderen zu holen, um dann wieder dahin zu laufen, um dann mit dem Boot zu fahren. Ach, guter Part.
Aber hey, wenigstens musste ich nicht super lange würfeln, ne? Obwohl man damit eine Menge Geld verdienen kann. Hey, Kommi, hast du dir schon etwas Intelligentes ausgedacht? Ja, habe ich. Ein bisschen Glücksspiel. Hör zu, hör zu. Dann sind wir da hin und dann haben wir Glücksspiele gemacht und dann hat er super krass gewürfelt. Ja. Ich verstehe. Großartig gemacht, Kommi. Du gewinnst ein Spiel und kriegst ein Boot, was? Also, ich habe nur eine Fahrt gewonnen, kein Boot, aber ja, wir arbeiten dran. Aber ich hoffe, dass es gut geht. Es gibt vielleicht Piraten. Wir haben keine andere Wahl, aber wir sind so viele, dass wir es schaffen sollten. Mach dir keine Sorgen darum. Das stimmt. Nun, Kommi, es sieht so aus, als würden wir wieder zusammen reisen. Okay, brechen wir auf. Eileen tritt der Gruppe bei. War die schon immer Level 19? Ich glaube nicht. Angriff 69, nice. Rina tritt der Gruppe bei und Bogan tritt der Gruppe bei. Yeah. Gut, heute Bogan. So. Wunderschön. Und wieder so. Ja, ich fange so langsam an, meine ganzen Sachen aus Sykoden 1 zu vermissen, ne? Vicky mit ihrem Teleportieren, das Schloss, das Teleportieren, vor allem das Teleportieren. Oh, da seid ihr ja. Hey, ihr habt aber eine Menge Freunde mitgebracht. Naja, drei. Wir haben uns im Prinzip verdoppelt. Wir sind dir so dankbar, dass du uns an Bord deines feinen Bootes lässt. Was? Oh, überlass das nur mir, Fräuleinchen. Alle an Bord. Mein Bruder hat eine Schwäche für hübsche Mädchen. Vielleicht wäre es doch einfacher gewesen, wenn wir mit ihr vorbeigekommen wären. Statt die Sache mit dem Glücksspiel machen zu müssen, meine ich. Ne? Einfach so, guck mal hier, ich habe Mädchen mit Chicken Bazongas. Das ist fad. Verdammt, nächstes Mal. Was? Was soll das? Ups. Ich meine, dumm gelaufen, ne? Ja, der, also, ne, der fährt super gut durch die Gegend, ne? Macht genau das, was er machen soll. Uns nach Couscous bringen. Siehst du, ich habe mein Versprechen gehalten. Vielen Dank. Okay, also brechen wir nach South Window auf. South Window ist im Süden. South Window ist genau südlich von hier, ich wusste es. Südlich, südlich. Okay, ihr alle. Gehen wir, Kommi. Oh. 6 Stunden in dieser Spielwelt und schon habe ich eine Freundin. Wenn das mal so im wahren Leben funktionieren würde. Anyway. Jetzt muss ich mal gucken. Hier müsst du, glaube ich, irgendwo... Irgendwo in dieser Stadt ist ein Schmied. Geht doch. Willkommen, ich bin noch ein Trainee, aber ich gebe mein Bestes. Das ist ein Trainee, aber er kann meine Waffe auf Stufe 6 bringen. Und dann wird aus meinem Twin-Zahn ein Twin-Heaven-Zahn. Yeah. Naja, ich werde noch das Schlitzmesser mitnehmen. Und das soll dann gut sein. Das kostet alles Geld und ich weiß noch nicht mal, ob ich sie überhaupt weiter mitnehmen werde. Also von daher lassen wir das mal. Außerdem Sir, du siehst ziemlich wohlhabend aus. Kann ich dir helfen? Ja, seltene Gelegenheiten. Können wir hier ein Rezept kaufen? Ein Rezept für Quiche. Ich habe noch nicht großartig darauf geachtet, ob ich irgendeins davon verpasst haben könnte. Aber der Punkt ist, wir können jetzt theoretisch Quiche kochen lassen. Das ist immerhin eine gute Sache.
Naja, und ansonsten South Window halt, ne? Here we come. Der Riesenkommi, der dann irgendwie in das Teil da reinläuft. Hey, Victor! Ihr seid endlich hergekommen. Hier drüben, Kommi. Das heißt sie endlich. Hättest du uns mal mitgenommen. Wäre vielleicht ein bisschen kompliziert gewesen, aber egal. Wer spricht denn da mit so lauter Stimme hier drüben? Ist die Person etwa ein Freund von dir, Kommi? Das ist Bär. Das ist Victor. Ja, das stimmt. Kommt hier rüber. Was? Du hast es also geschafft. Gut. Die anderen, die aus Muse entkamen, sind überall verstreut und ich habe große Probleme, sie zu finden. Ja? Du willst mir jetzt wohl nicht meine Freundin ausspannen hier, hallo? Hey, Kommi, wie hast du es denn geschafft, so hübsche Damen zu finden? Wie ich sehe, hast du viel Erfolg bei den Frauen. Hey, wie kannst du es wagen, ihn zu schubsen? Hohoho. Was? Was? Hübsch? Meinst du etwa mich? Hey, wo ist Joey? Ja, was das angeht. Nun eigentlich, ne, du weißt schon, Tod, Zerstörung, Wadio, nicht so richtig gut. Ich verstehe. Ich hörte, dass Annabelle auch ermordet wurde, aber ich konnte das einfach nicht glauben. Nun, es muss eine Erklärung dafür geben. Egal, komm zur Taverne, Flick ist auch da. Wir haben ein Wiedersehensfest. Wir saufen noch eine Runde. Woo! Nur gesaufe. War das eigentlich hier? Bist du nicht Cliff? Ja. Oder Clive, wie auch immer. Was wollt ihr? Habt ihr etwas mit mir zu schaffen? Würdest du dich unserer Gruppe anschließen? Mich euch anschließen? Tut mir leid, ich jage einen Kriminellen. Ich glaube, du kennst sie. Ich weiß, dass sie nach Lake West geflohen ist, aber es gibt keine Möglichkeit, dorthin zu gelangen. Ich habe keine Zeit, mich mit euch Typen abzugeben. Oh. Aber Clive, puh, ich mag dich. Du bist, glaube ich, der einzige Charakter im Spiel, der meine Pistole benutzt. Hals. Was? Nein, ich will keine Halstropfen. Hallo? Wo kommen wir denn da hin, ey? Wir sind der älteste Kolonialwarenladen in South Window. Woo! Rein theoretisch kann sie wohl. Ich glaube, das müsste sie sein. Die könnten hier in der Theorie ein Buch führen. Aber haben sie halt gerade nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Fragezeichenbuch wäre oder ein altes Buch direkt, ohne dass ich es noch schätzen lassen muss. Aber darum ist das relativ wichtig, / interessant, weil, ne? Das ist wieder eins dieser Items, die man mitnehmen könnte. Oder ist es hier drin? Kann auch sein. Du bist von weit her gekommen. Willkommen und sieh dich unter meinem Warengut um. Handel. Mayonnaise. Gute alte Mayonnaise. Ein pissender Junge, ja. Okay. Habe nicht erwartet, dass ich sowas lesen würde, aber ja, man könnte auch einen pissenden Jungen kaufen. Ha, ich habe zu viel Spaß damit, aber meine Güte. Nur gut, dass du überlebt hast, Conny. Nanami und Pilika auch. Es tut mir leid, dass ich so brusk sein muss, aber ich habe schlechte Nachrichten. Kommt hier herüber. Wann gibt es mal gute Nachrichten in diesem Spiel? Nun, hört mir einmal zu. Ich höre, ich bin ganz Ohr. Wir hatten auch eine ziemlich harte Zeit. In der Tat sind wir hier erst gestern angekommen. Weil dieser Kerl viele Umwege machen wollte. Nun, wir sind endlich hier angekommen. Darum möchte ich mich nicht beklagen. Egal, ich habe nur gewartet, dass auch die anderen ankommen. Was ist mit Leona und den anderen? Nein, sie sind doch nicht hier. Wir waren die Ersten und dann bist du gekommen. Alle anderen werden wohl auch bald hier sein. Ich hoffe, dass es allen gut geht. Wir auch. Nun, es ist Zeit für uns, den Bürgermeister dieser Stadt zu treffen, Herrn Grandmeier. Komm, ich möchte, dass du und deine Freunde mit uns kommen. Planst du etwa, den Bürgermeister zu deinem Verbündeten zu machen?
So ist es. Ich wandere herum und versuche, meine Freunde zu sammeln, die in der ganzen Gegend verstreut sind. Wenn ich sie alle gesammelt habe, brauchen wir einen Platz, wo wir bleiben können. Wir brauchen auch Geld, um sie alle zu ernähren. Ich gehe auch. Ich werde hier bleiben und meinen Tee genießen. Ich möchte nicht so förmlich sein. Kommt bald zurück. Das Rathaus liegt östlich von hier. Wenn ihr eine Weile geht, werdet ihr es finden. Victor ist der Gruppe beigetreten. Und Flick ist der Gruppe beigetreten. Yay. Er mit seinem Chico-Schwert und Flick mit Odessa Plus. Was mit einem Level 10 Schwert immer noch verdammt stark ist. Kann ich von hier aus noch rosten? Das war doch irgendwie so ein Überhang-Ding, ne? Nein. Das sind Mitbetten. Meine Güte. Aber für die Privatsphäre gar nicht mal so schlecht. Bin ich verletzt? Ja, ich wollte mal was ausprobieren. Angeblich, wenn wir sagen, wir wollen übernachten und dann aus diesem Menü wieder rausgehen, zählt das als Übernachtung. Also brauchen wir nie wieder Geld ausgeben, um in einem Inn zu pennen, weil wir einfach sagen, wir übernachten. Und diese Überzeugung, dass wir übernachten, ist so stark, dass ich tatsächlich geheilt werde, ohne da zu pennen. Ha. Das ist schön, wenn einem... Oh, hallo, wenn du... Ganchetsu, ein großer Priester. Es ist sehr schön, wenn sowas funktioniert. Mal zu meinen Gunsten. Ein einfach auszuführender Bug. Ihr seid Victor und Flick, nicht wahr? Ich hörte schon von euch. Bitte geht hinein. Du hattest Glück, dass du eine so schwere Niederlage überlebt hast, Victor. Ich bin froh, dass es dir auch gut geht, Lord Grandmire. Muse ist an Highland gefallen und South Window ist nun auch in Gefahr. Dein Ruf eilt dir voraus und ich möchte dich in meine Dienste nehmen. Du Sack, hättest ja auch einfach mal Muse mitbeschützen können. Nur mal so, ne? Also... Aber natürlich, Lord, ich bin stolz darauf, dir zu helfen. Im Augenblick bin ich dabei, meine verlorenen Freunde zu finden, die auch aus Muse geflohen sind. Ja, ich zähle auf dich. Übrigens, bist du nicht in North Window geboren? Nun, ja. Fred, oder Fried? Fried. Fried Junior, nehme ich an. Ja, in letzter Zeit hat es mehrere Zwischenfälle mit jungen Mädchen gegeben. Sie verschwanden in der Nähe von North Window. Wir haben Truppen geschickt, um die Berichte zu überprüfen, dass eine Art Monster in North Window lebt. Victor, du kennst North Window besser als jeder andere. Ich weiß, dass es schwer für dich sein wird, aber bitte überprüfe das Dorf für mich. Nun, ich schätze... Mein Assistent, Fried, wird dich begleiten. Bitte finde heraus, was mit diesen armen Mädchen geschehen ist. Ich bin Fried. Victor, ich danke dir, dass du der Stadt South Window helfen möchtest. Kämpfen wir zusammen. Ich stehe dir zu Diensten. In Ordnung. Klingt da ja mal gar nicht so enthusiastisch drüber, so, muss ich. Fried Junior tritt der Gruppe bei. Mit Rekumaru. Der Blitzrune, so wie Flick. Lass mich raten, du bist auch ein Kurzkämpfer, ne? Ja, natürlich. Dann halt so. Das bin übrigens nicht ich. Ihr kennt mich, ich laufe nicht gechillt durch Türen, ich renne durch Türen. Hehe, ich verstehe das nicht. Du bist doch von North Window, warum wird das so hart für dich sein? Du wirst es verstehen, wenn du es siehst. Egal, gehen wir zurück. Gehen wir zurück jetzt in? Oh. Cutscene! Witzigerweise, wenn man Teil 1 gespielt hat, wird man jetzt schon wissen, worum es geht. Wenn nicht, dann geht's halt um einen Orgelspieler. Ich meine, wer mag schon Orgelspieler, ne? Alle hassen Orgelspieler.
Anyway. Bevor wir etwas machen, was hast du denn hier drin? Oh, ein Drachenschild. Austauschen. Ja. Gucken wir mal, was wir hier so noch haben. Dass wir zumindest mal ein bisschen besser ausgerüstet sind. Austauschen, jawohl. Karateanzug, ja nice. Man merkt, ich habe scheinbar sehr, sehr lange nicht großartig mich ausgerüstet. Oh, ein Stärkegürtel. Stärke plus 5, ja nice. Aber darfst du nicht. Wann habe ich den Stein denn gefunden? Verkaufen wir das ganze alte zusätzliche Equipment, was wir nicht brauchen. Alle Mitglieder Angriff nach Schwinger. Halt hauptsächlich Magie, was? Ich bin der Meinung, Wasser sollte eine Menge heilen, aber nicht hauptsächlich Magie. Flick ist vorne, Flick darf einen Stärkegürtel haben. Okay, gut. Dann gehen wir mal bereden, was wir zu tun und zu lassen haben. Gucken, wer jetzt tatsächlich mitgeht. Wir haben noch einen Platz frei. Wie hat es geklappt? Man sagt mal zwar eher, wie ist es gelaufen und nicht, wie hat es geklappt, aber ne. Nun, es sieht so aus, dass er sich von einem Teil seines Goldes trennen will. Aber ich muss ihm zuerst einen Gefallen tun. Wer bist du? Entschuldigung, ich bin Lord Grandmeyers Assistent Freed. Mir wurde befohlen, dass ich euch nach North Window begleiten soll. Betrachtet mich als euren Helfer. Du bist sehr höflich. Nun egal, ich muss nach North Window gehen. Wirst du mich begleiten, Kommi? Ich gehe auch. Ich möchte gern wissen, wie es in North Window aussieht. Ich bin auch daran interessiert. Ja, ich wette. Ich warte hier. Jemand muss auf diese Kinder aufpassen. Diese Kinder? Okay, Pelika, wir bleiben hier. Nimm du später. Sag mal, möchtest du Tee mit mir trinken? Ich langweile mich auch. Was? Ich? Ich habe einen Freund. Was? Ich meine, ist okay, aber... Nun, ich gehe. Macht, was ihr wollt. Warte, warum soll ich... Was? Du magst mich nicht? Nein, nein, so ist es nicht. Okay, Flick, ich zähle auf dich. Ja, verdammt. Und ihm habe ich den Gürtel gegeben. Dammit! Nun, dann gehen wir. North Window liegt nordwestlich von hier. Stimmt's, Victor? Ja, das stimmt. Aber wenn du so gut Bescheid weißt, brauchst du mich doch gar nicht. Nein, Flick, nein! Naja, dann ist das halt so. Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir einen Charakter mehr dazu nehmen und nicht einen verlieren. Anyway, beim nächsten Mal machen wir uns auf nach North Window. Jetzt wollte ich schon wieder South Window sagen. Um mal da nach dem Rechten zu sehen. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und Tschüss, Leute.